Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten Rennen. Herzlich willkommen aus Russland. Wir sind in Sotschi zu Gast im Olympischen Park von 2014. Ja, die echte Formel 1 war vor einer guten Woche hier zu Gast. Wir sind es jetzt auf jeden Fall. Und nach dem Desaster aus Singapur wollen wir in Russland wieder die alten Erfolge anknüpfen und wieder einige Punkte mitnehmen. Jo, wo führt unsere Reise noch hin? Es wird langsam immer spannender jetzt Russland. Dann haben wir Japan danach schon. Ja, und dann geht's dann auch schon Richtung Nordamerika mit Mexiko, USA, beziehungsweise USA, Mexiko und dann, oder? Mexiko, USA? Mexiko, USA, ja. Und dann geht es weiter mit dem Abschluss aus Brasilien und Abu Dhabi. Also danach nur noch gut 4-5 Rennen sind es noch danach. Also 6 Plätze jetzt. Jo, mal gucken. Was haben wir jetzt als Erwartungen? Die Wettervorschau ist ganz wichtig. Auf jeden Fall Qualifying und Rennen trocken. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja, gut. Wir haben F und E-Baum. Den kann man also das Auto ein bisschen entwickeln. F und das Upgrade. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Genau, dann machen wir das sofort. Bam. Dann geht es wieder ein bisschen weiter mit der Strapazierfähigkeit. Wir machen aber so noch was fehlgeschlagen. Zu wenig Ressourcenpunkte. Shit. Gut, dann haben wir das auch soweit. Du überflügelst deinen Teamkollegen. Gut gemacht. Ihr seid vielleicht im gleichen Team, aber das macht euch auch quasi automatisch zu Rivalen. Weiter so. So, dann nehmen wir Devin Butler als neuen Rivalen. So, Vertrag kann ich jetzt natürlich noch nicht raus. Ich würde mich gerne schon einen Vertrag für die neue Saison. Ich würde mich gerne zu Toro Rosso wechseln. Das Team, was mir in der Karriere noch fehlt. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Williams und wir fahren weiter. Machen weiter heute mit dem ersten freien Training an diesem Freitag. Los geht's. Ja, auf. Russland ist wieder ein etwas besseres Pflaster und einfaches Pflaster, als es in Singapur war. Naja. Hier sind wir im faszinierenden Sochi-Autodrom in Russland, wo uns ein spannendes Rennwochenende erwartet, das gleich mit dem Training beginnt. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt und an meinen Kollegen neben mir. Wartest du auch schon gespannt auf dieses Rennen? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal, die Rennautos auf der Strecke zu sehen. Es werden nicht alle sofort an ihre Grenzen gehen. Ich weiß, dass ein oder zwei Teams sich mehr der Aerodynamik widmen werden und das braucht meistens etwas Zeit. Doch später in der Session wird es auf jeden Fall noch interessant zu sehen, was für eine Leistungszunahme möglich ist. Jo. Gut, dann gucken wir mal überhaupt, wie das Training aussieht. Was der Wetterbericht fürs freie Training sagt. Training 1 trocken, Training 2 nass und Training 3 trocken. Okay, wunderbar. Gut, dann können wir mit Medium anfangen. Und dann gehe ich auf das Setup. Ich habe ja für alle beiden wieder ein Setup. Ja, gucken wir mal, wie das Wetter jetzt aussieht. Beziehungsweise das aussieht hier, das Rennen aber wieder deutlich besser aussehen, als es im letzten Rennen der Fall war. Naja, konzentrieren wir uns da vorne. Jetzt geht's weiter mit Russland. Das Land der Fußball-WM 2018 auch zum Beispiel. Nicht nur die Olympischen Winterspiele, hier war 2014, was hier noch das Überbleibsel ist, so ein bisschen, zumindest hat man die Chance genutzt, hier so ein bisschen was drumherum zu bauen, aber eigentlich geht quasi hier so langsam alles kaputt. Viel Geld reingesteckt, einmal genutzt und nie wieder danach. Ich glaube, das ganze Stadion ist hier mittlerweile leer. Na gut, konzentrieren wir uns auf jeden Fall auf die Formel 1 und gehen unsere erste gezeitete Runde an. Schauen wir mal, ob wir hier wieder ein paar Pünktchen mitnehmen können. In Russland habe ich auch schon mit ein bisschen Glück gewonnen. Damals im Renault 2016 war das. Das ist schon 3 Jahre her. Unglaublich. Aber
Jetzt wollen wir hier mit dem Williams. Also im Jahrfall natürlich gewinnen, aber das hinkriegen. I don't know. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, sag ich euch festgelegt, ich will die nächste Saison gerne zu Toro Rosso. Ob wir dafür ein Angebot bekommen, weiß ich nicht. Pierre Gasly wird mit der schnellsten Runde. Aber es wird ja wahrscheinlich sehr viele Änderungen im Fahrerfeld geben. Schauen wir mal, wo die alle so. Ja, wo wir hinwechseln. Einen hatten wir ja die Saison schon mit nach dem Frankreich Grand Prix mit dem Tausch von Lance Stroll und Kevin Magnussen. Magnussen der jetzt im pinken Force India, beziehungsweise Racing Point und Stroll fährt ja den Haas. Aber was kommt noch diese Saison? Wie viele Wechsel haben wir noch diese Saison? Kommt noch mal ein bisschen was, ein kleiner Aufschub? Oder kommt jetzt die große Wechsel in der neuen Saison? So, 1,40 hat er gerade vorgelegt. Und die unterbieten wir mit 1,39,2. So, ein bisschen besser sind wir jetzt rausgekommen, als es in der vorigen Runde war. Jetzt Leclerc, aber beflügeln wir momentan. Besser als Sektor 1 gerade. Noch keinen absoluten Quersteher, das ist immer gut. Und die Zeit wird immer besser. So, ein bisschen gepiept. Auch Sektor 2 sagt, du bist schneller. Und hier kam der kleine Quersteher da rein, dazu. Und das könnte jetzt eine 38, vielleicht 37er Zeit werden. Ja, 33. So, wenn man jetzt der Racing Point nicht direkt vor die Nase zieht, was er natürlich tut. Magnussen. Ja. Genau das ist das passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Ja, mal zurück in die Garage und den Wagen ein bisschen reparieren. So. Wir sind noch. Warte mal, wie sehen momentan die Zwischenzeiten aus? Wir sind momentan gut vorne vor Leclerc. Könnt jetzt auch noch mal gerne einen neuen Satz Reifen holen. Und vielleicht geht doch mal was, was die Runde betrifft. Einen wollen wir nach vorne, drei Runden würde ich gerne fahren. Ein paar Fahrzeuge sind auf der Strecke. Ich glaube, das war ein Mercedes vor uns. Ich konnte das aber nicht zuordnen, wer es war, ob es jetzt Bottas oder Lewis Hamilton war.
So. Fakt ist nur, dass wir auf die Strecke jetzt gehen. Und wir versuchen mit dem frischen Satz nochmal eine Zeit zu setzen. Okay, so viel zum Thema dazu. Da war ich. Da war ich aber böse und konzentriert gerade. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr ablenken lassen. Das war mein absoluter eigener Fehler. Ich wundere mich, dass irgendwie gerade wieder zugegangen ist, der Flügel. So, der war, hat sich verstappenvoll Leclerc geschoben. Auf Soft kommt er nicht von unserer Zeit ran. Was hast du denn für einen zu meckern, Kollege? Ich wundere mich gerade, dass der wieder... Okay, das Auto ist kaputt. Bisschen angehalten. Warum auch immer. Und warum ich auf Standard fahre, aber so Zeit noch raushaue. Ah, ich vermute, dass keine gute Zeit kommt. Die Zeit wird eher schlechter. Weil, glaube ich, auch der Flügel durch ist. Uns Bottas. Ja, komm, ich denke, das wird nichts mehr. Wir hauen gerade momentan das Auto so komplett in die Wand die ganze Zeit. Car repairs have set us back a little. We're top of the speed trap. 319.0 kilometers per hour. So. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. Naja. Ich bin allerdings sehr zufrieden, was die Zeiten noch betrifft. Oh, Perez ist soft dran. Gasly auch nochmal auf soft. Ja, dann kommen die Zeiten ein bisschen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Leclerc und Pierre Gasly. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Naja, gut. Jo, gut. Weitere Ressourcenpunkte für unser Team. Und wir gehen rein in Training Nummer 2.
Okay, da sind wir dann. Training 2 steht an. Haben wir nochmal Trockenreifen drauf oder? Wie sieht das jetzt gerade aus? Inters, okay. I take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Da kann man trotzdem weiter auf dem Trockensitter bleiben, oder nicht? Na komm, geh auf nass. So, gucken wir mal, wie es aussieht. Wie sieht dann Training 2 für uns aus, liebe Leute? Ja, ein bisschen regnerisch ist es. Gott sei Dank ist aber das Qualifying und das Rennen trocken. Und diesmal haben wir auch keine so harten Teile. Zumindest so eine harte Gurtstrafe. 65 Plätze hat man in Singapur. Und am Ende sind wir ja von unserem Teamkollegen sogar überrundet worden, also. Ja. Lass uns vergessen. Wir blicken jetzt einfach gerade auf. Allerdings passiert manchmal, dass man so einen klar harten Schicksalsschlag bekommt. Und hier wollen wir natürlich einen etwas besseren Eindruck machen. Das erste freie Training zeigt auf jeden Fall, dass du mit uns zu rechnen bist. Aber wie sieht es dann auch im Regen aus? Wobei das jetzt eigentlich relativ egal ist. Beim Training 3 ist dann wieder trocken. Da fahren wir nämlich die Soft. Und dann schauen wir mal. Also die Medium funktionieren. Wir sind schneller als die Konkurrenz auf den Soft-Reifen. Das war gut eine halbe Sekunde. Mal gucken, was nachher das Medium, was die Soft nachher bringen. Wir haben leider kein keine Referenzzeit gerade. Ein bisschen konzentrieren gerade. Es ist nämlich nicht besonders nicht einfach, gerade in diesen Bedingungen zu fahren. Zweiter Gang. So, Vettel an 52,0. Mal gucken, wie weit unsere Zeit gleich ist. Langsamer. Langsamer. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir werden wahrscheinlich irgendwie einen Tick schneller, aber wir müssen arbeiten noch einmal. Naja, gut, dann müssen wir was tun. Also, welche eine Überraschung. Aber der erste Sektor sagt, jo, passt. Den anderen sind jetzt gerade mal. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, wie gesagt, nochmal. Hinter uns ist Carlos Sainz. Der Sektor 2 sagt aber auch ziemlich deutlich violett, eine Sekunde. Mittlerweile vor Vettel und der zieht nochmal ran, 52,0. Aber das wird dann wahrscheinlich jetzt eine neue Bestzeit werden, gleich, was wir hier gleich abliefern. Das wird gleich eine 51. Wobei das ungefähr sogar eine 50er-Zeit gleich wird. Das war sogar eine ganz, ganz gute Zeit. Vielleicht kriegen wir sogar eine 49er-Zeit.
Aber dazu müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten nochmal. Da sollten wir aufpassen, dass wir nicht die Kurve zu sehr abkürzen. Bisschen werden. Das könnte wahrscheinlich sogar gleich eine 49er Zeit werden. 48 wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber 49 wird es gleich könnte es knapp werden. Voraussetzung, wir verkacken nicht die letzten beiden Sektoren. Dazu müssen wir noch ein bisschen vernünftig fahren. Weil der letzte Sektor ist nicht ohne. Damit ist die 49er Zeit geknackt. Das war gut. Es ist weit über eine halbe Sekunde nochmal runtergezurückt. Jo, dann haben wir. Müssen wir mal gucken, ob da nicht irgendwie gleich nochmal Trockenreifen geholt werden. Aber ich glaube, selbst in den Nassbedingungen sind wir momentan das Maß aller Dinge, und zwar deutlich. Wir kommen momentan echt am besten zurecht. Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Hamilton und Sergio Perez. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Muss sagen, auch Russell stark mit Platz 14 ist okay. Hülkenberg und Butler ohne Zeiten. Bottas geschlagen von Russell. Ricciardo geschlagen von Russell. Kimi geschlagen von Russell. Also muss man ihm sagen. Und da ist Leclerc auf 9, Verstappen nur auf 10. Aber da hast du so Fahrer wie zum Beispiel Sergio Perez und Kevin Magnussen auf Spitzen 3 und 4. Also die Racing Point mit einem starken zweiten Training. Das ist einfach mal der Fakt. So. Sehr gut. Ja, Training 3, liebe Leute, steht jetzt an. Na gut. Da sind wir wieder auf jeden Fall auf der Strecke, an der Strecke hier.
und dürfen heute Softreifen fahren. Das ist der Vorteil, wenn es eine Session regnet, das heißt, wir brauchen die ganze harte Mischung nicht zu fahren. Ich versuche nämlich immer alle Reifenmischungen zu fahren. Um einfach auszutesten, wie die Best, weil die Arbeit wird wahrscheinlich eh Soft Medium heißen. In Singapur war es ein bisschen anders. Da bin ich bewusst auf Medium gefahren, um den Softreifen nicht kaputt zu fahren. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Ach, was? Ja, schauen wir mal, was die Softreifen und das Trockensetup hergeben. Wie gesagt, in den ersten Mal Trainings waren wir schon die schnellsten, aber jetzt müssen wir es nochmal im dritten freien Training liefern. So, let's go. Muss kein unnötiges Cutten, irgendwie eine Verwarnung riskieren oder so. Weil ich, wie gesagt, noch die Chance auf Platz 3, was die Team und was auch vor allem auch die Fahrer-WM betrifft, noch nicht abgehakt habe. Und wenn wir wirklich noch was reißen wollen, die Saison, müssen wir auf jeden Fall einen kleinen Schlusssport ziehen. Die Saison. Wenn wir wirklich noch Weltmeister werden wollen, müssen wir auf jeden Fall liefern. 39,5 Butler. Ein Toro Rosso auf 1. Und vor allem unser großer Rivale, den wir hier auf jeden Fall schlagen müssen. Oder wollen. Um einfach mal auch ein Statement zu setzen. Ja, aber momentan sieht es gut aus. Zweiter Sektor jedenfalls violett 1,4 vor. Also das wird definitiv nochmal eine Mega-Zeit werden. Das wird, was hat er gesagt, 99,5 Aber ich kriege mal eine 37er-Zeit rein. War niedrige 37er Runde. Bestzeit Sektor 1, Runde 1. Vielleicht noch mal eine 36er hinterher. So, jetzt haben wir schon mal violett. Ich bin echt gespannt, wo dann immer die Wechselleiten, was für Wechselleiten noch passieren. Bei dem Hinblick auf die neue Saison. Wir werden auf jeden Fall noch eine zweite, vielleicht dritte Saison fahren. Entschuldigung. Ich habe gerade eine neue Engine eingebaut. So, vor uns ist jetzt Nico Hülkenberg, der jetzt aber natürlich blöd im Weg stehen könnte. Ja, ist auch definitiv gerade Schwung weggenommen hat. Da kam uns ja gerade anders aus der Box, das habe ich mitbekommen, das war Wassel, unser Teamkollege. I know. Ich habe den Spritverbrauch ein bisschen im Kopf oder beziehungsweise
habe ich ein bisschen im Blick. Oh, ja. Das war natürlich alles andere als einfach, als gut. Ja, geil. Das war natürlich nicht die Absicht. Ich wollte ihm ausweichen und er zieht mir genau von die Linie. 5 Plätze Quidstrafe für Max Verstappen. Beziehungsweise für uns, Entschuldigung. Aber das ist absolut zurecht. Scheiße. Also mit der Bürde werden wir auf jeden Fall ins Rennen gehen. Das war auch natürlich nicht die Absicht. Sorry, liebe Leute. Ich wollte niemanden aus dem Rennen. Ich hatte gedacht, er bleibt auf der Seiderlinie, auf der Außenlinie und wir drehen uns einmal kurz. Es war keine Absicht. Also die Strafe, die gibt es auf jeden Fall zu rechnen. Damit stehen wir auf jeden Fall nicht auf Pole. Punkt. Damit werden wir nur auf 6 stehen. Ah, das enttäuscht mich gerade so ein bisschen. Aber wie gesagt, die Strafe, die, We've had to spend time repairing the damage to the car. Die gibt's absolut zurecht. Also da brauche ich gar nicht irgendwie zu meckern oder sowas. Die Klatsche gibt's auf jeden Fall zurecht. Punkt. Und Verstappen ist raus aus dem Rennen, der wird keine Zeit mehr setzen. Es gibt wieder ein tolles Interview gleich. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Verstappen und Pierre Gasly. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, welche eine Überraschung. Na gut, okay. Dann müssen wir tatsächlich uns im Qualifying morgen auf jeden Fall noch ein bisschen steigern. Glückwunsch. Das ja. Muss sehr aufregend sein. Ja. Sie waren im Training unheimlich schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? So, auf jeden Fall, das ist klar. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Nein. Ich gebe dem Team definitiv. Eigentlich wollte ich dem Team gar keine Schuld geben. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Ja, zwischendurch hat er ja ein bisschen mal gerutscht. Wie schlägt sich Ihr Auto im Vergleich zu den anderen auf nasser Strecke? Kann es immer noch mithalten? Definitiv. Wir müssen auf jeden Fall uns noch mal einen Ticken steigern. Danke für den Kommentar. Wollen wir hier das Ding gewinnen? Eventuell geht es wieder über die Strategie. Ich vermute, aus eigener Kraft können wir das Ding nicht gewinnen. Aber echt, Platz 5 ist natürlich eine harte Nuss. Platz 6 ist auf jeden Fall eine harte Nuss. Voraussetzung, wir erreichen die. Mal gucken, was das Qualifying noch bringt. Gut, das war auf jeden Fall das freie Training für heute.
Wettervorhersage ist natürlich trocken alles. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, nämlich morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss aus Russland.